So, ich habe mal etwas recherchiert, also auch willkommen zurück. Die Sache ist, das, was man hier machen kann, geht erst... Ah, ich bin mal gerade für ihn am Suchen. Vorsichtig mit dem Papier. Es ist mehr wert, als du in 10 Jahren verdienst. Okay, scheinbar nicht irgendwie. Glotz mich nicht so an, du Rüpel. Aber ich sagen wollte, das, was wir tun wollen, hier funktioniert erst... Ja, ist gut. Das, was wir tun wollen, funktioniert halt erst, sobald man das Landing beendet hat. Also die letzte Queststufe davon, das wusste ich jetzt nicht. Ich hätte früher gedacht. Aber ist ja egal, weil machen wir dann jetzt einfach mal. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mariks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Lunting sein? Ihr habt Ferelden geteilt und euch dem Mann entgegengestellt, der erreicht hat, dass ihr in Freiheit geboren wurdet. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Lunting zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Seht ihr wirklich nicht, was aus Loghain geworden ist? Ich hatte in letzter Zeit so viele Zweifel. Loghain ist ein großer Mann, aber sein Hass auf Olay hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er hat schreckliche Dinge getan, ich weiß. Aber ich schulde ihm alles, was ich bin. Ich kann ihn nicht verraten, also bittet mich nicht darum. Dann lasst mich ihn aufhalten. Ihr wisst, das ist der einzige Weg. Ich hätte nie gedacht, dass die Pflicht einen so bitteren Beigeschmack hat. Haltet ihn auf, Wächter! Er darf nicht alles verraten, was er einst liebte. Bitte, habt Mitleid. Ohne Loghain gäbe es kein Ferelden, das man verteidigen könnte. So, dann wollen wir. Speichere ich vorher. Lords und Ladies des Lunting. Tern Loghain will, dass wir aus Angst unsere Freiheit und unsere Traditionen aufgeben. Er trägt Schuld an der Misere. Dennoch sollen wir unser Schicksal in seine Hände legen? Müssen wir alle Vorteile unseres Landes opfern, um es zu retten? Schöner Auftritt, Eamon. Aber keiner hier ist davon ergriffen. Ihr wollt eine Marionette auf den Thron setzen und jeder hier weiß das. Die wichtigere Frage lautet, wer zieht dann die Fäden? Ah, und da haben wir den Puppenspieler. Sagt uns, Wächter, wie werden die Olesianer unser Land übernehmen? Schicken sie Truppen oder lassen sie ihre Befehle einfach von diesem Möchtegern-Prinzen verkünden? Was haben sie euch geboten? Was kostet derzeit die Ehre von Ferelden? Ich bin nicht derjenige, der Ferelden verraten hat. Einige von uns sind neugierig, was genau bei Ostagar geschehen ist, Loghain. Als einer von Kaelins Mördern wagt ihr es, von Verrat zu sprechen? Ihr habt mit euren Geschichten von Griffins unseren König in den Tod geführt. Ihr habt zugelassen, dass Randon Howe Unschuldige einkerkert und foltert. Der Wächter spricht die Wahrheit. Mein Sohn wurde bei Nacht entführt und was ihm angetan wurde, übersteigt zum Teil die Fähigkeiten meines Chirurgius. Howe hat eigenverantwortlich gehandelt. Er wird sich vor dem Erbauer für alle Fehltritte seines Lebens rechtfertigen müssen, wie wir alle. Aber das wisst ihr ja. Schließlich habt ihr ihn ermordet. Was Howe auch getan haben mag, man hätte ihn vor den Truchsess bringen müssen. Gerechtigkeit ist nicht, einen Mann in seinem Heim zu ermorden. Nicht? Warum habt ihr dann einen Blutmagier ausgesandt, um Al Eamon zu vergiften? Ich versichere euch, Wächter, wenn ich jemanden aussende, dann meine eigenen Soldaten. Der Verschwiegenheit eines Abtrünnigen würde ich niemals trauen. Wirklich? Das sieht mein Bruder aber ganz anders. Er sagt, ihr hättet einen Blutmagier vor der Rechtsprechung durch die Kirche bewacht. Nur Zufall?
Die Kirche wird das nicht einfach übersehen, Taryn Loghain. Die Störung der heiligen Pflicht eines Templers ist Verrat am Erbauer. Für alles, was ich getan habe, werde ich mich später rechtfertigen. Doch zunächst will ich wissen, was dieser Wächter mit meiner Tochter gemacht hat. Wir reden hier über eure Verbrechen. Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Mein Vater ist nicht mehr der, den ihr kennt. Dieser Mann ist nicht der Held der Schlacht am Dane. Dieser Mann hat seine Truppen abgezogen und euren König nicht beschützt, als dieser tapfer gegen die dunkle Brut kämpfte. Dieser Mann hat Caelans Thron bestiegen, noch bevor seine Leiche kalt war. Und mich eingesperrt, damit ich seinen Verrat nicht kundtun konnte. Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser graue Wächter nicht gewesen wäre. Die Königin sagt die Wahrheit. Der Einfluss des Wächters hat also sogar deinen Geist vergiftet, Anora? Davor wollte ich dich beschützen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Wir aus Ferelden haben bewiesen, dass niemand uns wahrhaft erobern kann, solange wir vereint sind. Wir dürfen jetzt keine Spaltung zulassen. Haltet zu mir, dann werden wir sogar die Verderbnis besiegen. Der Wächter. Ich halte zum Wächter. Südhang unterstützt die grauen Wächter. Der Wächter hat mir persönlich geholfen, bei einer Familienangelegenheit. Das wache Meer hält zu dem grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel stehen hinter euch, Loghain. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Loghain. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich halte zum Wächter. Die Verderbnis naht. Wir brauchen die grauen Wächter. Ich wusste, das Volk von Ferelden würde das Richtige tun. Verräter! Wer von euch hat sich denn gegen den Kaiser von Orlais gestellt, als seine Truppen euer Land verwüsteten und eure Frauen vergewaltigten? Ihr habt einst an unserer Seite gekämpft, Eamon. Das Land lag euch am Herzen. Aber jetzt seid ihr so alt und fett und selbstzufrieden, dass ihr die Gefahren nicht mehr seht. Keiner von euch hat es verdient, sich in dieser Angelegenheit zu äußern. Keiner von euch hat für dieses Land Blut vergossen, so wie ich es getan habe. Wie könnt ihr es wagen, mich zu verurteilen? Ruft eure Männer zurück, dann klären wir die Sache ehrenhaft. Dann lasst es uns beenden. Wir wussten wohl beide, dass es dazu kommen würde. Nach unserem ersten Treffen bei Ostagar hätte ich das nicht vermutet. Aber Ostagar war in einem anderen Leben. Wir waren anders. Der Wert eines Mannes ergibt sich aus der Größe seiner Feinde. Das hat Marek mal zu mir gesagt. Ich frage mich, ob das eher für euch oder für mich ein Kompliment ist. Genug, das Landting soll die Regeln des Duells nennen. Es wird traditionell erfolgen. Ein Kräftemessen im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Und alle hier Versammelten werden das Ergebnis akzeptieren. Stellt ihr euch mir persönlich oder kämpft jemand für euch? Ich werde das Duell selbst bestreiten. Und dich vernichten. Die Männer werden euch oder mir folgen. Kämpfen wir darum. Macht euch bereit. Ja, dann haben wir endlich unseren Showdown. So. Die Frage ist, wie gehen wir das an? Ich pack das mal aus, das und das. Dann
Caste ich den Sturmangriff. Die Sache ist, ich konter ihn lieber halt einfach komplett mit Passivs aus. Ich brauche mehr Ausdauer. Oh, das ist ziemlich gefährlich, wie ich sehe. Ich bin gestorben. Alter. Ich bin bei dem Kampf hier noch nie gestorben. Noch nie. Ich hätte einfach nicht die Reaver-Skills finden sollen. Gefunden? Was kostet derzeit die... Als einer von Kalens Mördern... Was Hau auch getan haben mag, man hätte ihn vor den Truchsess bringen müssen. Die Kirche wird das nicht einfach übersehen, Taryn Logan. Die Störung der heiligen Pflicht eines Ich wäre bereits getötet worden, wenn dieser... So, komm, schnell Wächter. Durchskippen. Die Verderbnis naht. Verräter, wer von euch hat... Stellt ihr euch mir persönlich... So. Das Dumme an Reaver ist halt, du kriegst so abartig viel abgezogen. Gut gemacht. Du hast dich mit dem falschen Mann angelegt. Ja. Komm, vielleicht funktioniert es noch. Wir haben ja leider in etwa gleich viel abgezogen bekommen. Wobei es jetzt schon fast geht. Ich glaube, ich muss gleich einen Trank schlucken, weil das sonst zu eng wird. Okay, ich habe ihn betäubt bekommen. Mit Betäubung kann ich ihm dann noch ein bisschen was reindrücken. Ich habe euch unterschätzt, Wächter. Ich dachte, ihr werdet wie Kalen, ein Kind, das Krieg spielen will. Ich habe mich getäuscht. In euch wohnt eine Stärke, wie ich sie seit Mareks Tod nie mehr gesehen habe. Ich gebe auf. Ihr werdet für eure Missetaten sterben. Wartet, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Taryn ist ein Krieger und anerkannter Feldherr. Er kann uns nützlich sein. Lassen wir ihn das Beitrittsritual durchlaufen. Funktioniert das überhaupt? Er ist uns gegenüber nicht gerade loyal. Was zählt schon Loyalität? Wir sind, was wir sind. Der Beitritt bindet uns an die dunkle Brut. Das wisst ihr. Wenn ihr heute euer Gelübde brechen und fliehen würdet, fändet ihr euch doch irgendwann in den tiefen Wegen oder dem Reich der Verderbnis wieder. Entweder sucht ihr danach oder sie suchen euch. Der Beitritt verläuft oft tödlich, nicht wahr? Wenn er überlebt, bekommt ihr einen General. Wenn nicht, bekommt ihr eure Rache. Das müsste euch doch genügen. Überhaupt nicht! Riordan, dieser Mann hat unsere Brüder im Stich gelassen und uns dafür die Schuld gegeben. Er hat uns gejagt wie Tiere. Er hat euch gefoltert. Wie können wir das einfach vergessen? Logan muss für seine Verbrechen sterben. Das könnt ihr nicht tun. Mein Vater mag Fehler gemacht haben, aber für das Volk ist er immer noch ein Held. Nora, lass gut sein. Es ist vorbei. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das ist eine ernste Sache. Töchter werden die Erwachsenen, Nora. Sie bleiben immer 6 Jahre alt mit Zöpfen und aufgeschlagenen Knien. Vater! Macht schnell, Wächter! Mit dem Wissen, dass Ferelden in euren Händen ist, kann ich dem Erbauer gegenübertreten. Nur so sei es. Es ist also beschlossen. Alistair wird den Thron seines Vaters besteigen. Moment mal, was?
Nein. Wann wurde das beschlossen? Niemand hat das beschlossen, oder? So viel zu unserem Plan, gemeinsam zu regieren. Wenn Alistair gerne auf den Thron verzichten möchte, bin ich mehr als bereit, ihn zu übernehmen. Ihr seid hierbei wohl kaum eine geeignete Vermittlerin, Anora. Wächter, werdet ihr uns helfen? Sicherlich. Ich kann das beilegen. Als Vermittler in diesem Disput, wie lautet eure Entscheidung? Wer soll Ferelden führen? Ich nehme Alistair. Es hat einen Grund, warum ich sie nicht heiraten lasse. Das wäre ja eigentlich ein logischer Schluss. Aber der Grund ist, wenn man halt den Kodex gelesen hat, weiß man, dass Anora halt komplett unfruchtbar ist. Und das wäre für eine Königin halt nicht unbedingt praktisch. Also soll Alistair allein herrschen. Und ich akzeptiere diese Entscheidung. Anora, das Landting hat sich gegen euch entschieden. Ihr müsst nun unserem König die Treue schwören und jeden Thronanspruch von euch und all euren Erben aufgeben. Wenn ihr glaubt, dass ich diesen Eid schwöre, Eamon, dann kennt ihr mich schlecht. Anora, seid vernünftig. Vernunft hatte mit eurer Entscheidung auch nichts zu tun, Wächter. Ferelden darf nicht im Zustand des Bürgerkriegs verbleiben. Wir brauchen Einigkeit. Wenn sie euch nicht die Treue schwört, Alistair, und ihren Thronanspruch aufgibt, ist sie eine Bedrohung für uns alle. Bringt sie erst einmal in den Turm. Wenn ich gegen die Verderbnis falle, kann sie ihren Thron haben. Wenn nicht, sehen wir weiter. Ihr würdet mir nach all dem noch eine Chance auf den Thron einräumen? Wenn ich falle, Anora. Wenn ich falle, ist der Thron euer. Solange diese Möglichkeit besteht, werde ich euch nicht töten. Irgendjemand muss sich um die Verderbnis kümmern. Das ist unerwartet klug von euch. Ja, aber sagt es nicht weiter. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Also gut. Wachen, bringt sie weg. Eure Hoheit, bitte sprecht zum Landting. Oh, das bin ja ich. Genau. Ich kannte meinen Vater nicht, aber ich weiß, dass ihn die Verpflichtung getrieben hat, dieses Land zu beschützen. Sagt ihnen einfach, was sie tun sollen. Bereitet euch alle auf den Marsch vor. Die ganze Stärke Fereldens wird nötig sein, um die Verderbnis zu überleben. Aber wir werden uns ihr stellen und sie besiegen. Wir gehen jetzt besser. Ferelden verlässt sich auf uns. Tja, wurde Zeit. Ihr habt mich zum König gemacht. Wenn das alles vorbei ist, werden sie mich wirklich auf den Thron setzen. Und dann werde ich tatsächlich König. Glückwunsch. Allerliebst. Früher wäre ich darüber sehr zornig gewesen. Aber seit unserem Gespräch nach dem Besuch bei meiner Schwester finde ich das alles gar nicht mehr so schlecht. Die Möglichkeit bestand schon immer. Ich hatte Angst davor, aber womöglich besteht dazu gar keine Veranlassung. Wer weiß, vielleicht gäbe ich sogar einen guten König ab. Aber ich sage euch was, ich könnte ein besserer König sein, wenn nach der Krönung die richtigen Leute an meiner Seite wären. Leute wie ihr. Ich würde es gar nicht anders wollen. Gut, dann ist das geklärt. Al-Eamon ist nach Redcliff abgereist. Er sagt, die Armee hat sich dort versammelt und ist bereit zum Abmarsch. Sobald wir soweit sind, sollten wir auch nach Redcliff aufbrechen. Die Verderbnis wartet, richtig? So. Und damit beende ich den Part und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.